bedanke mich total und recht herzlich bei Detlef Scholzen, ein Schauspieler bei Krass Schule RTL 2. Ich bedanke mich total recht herzlich bei ihm persönlich, denn wir sind 10 Jahre lang befreundet. Meine sehr verehrten Damen und Herren beim Showbit, hier ist euer AWR Movie Online und Web TV Foto- und Filmproduktion. Und meiner einer ist mit Detlef Scholzen seit 10 Jahren verbunden, denn er war mal hier mit Krass. Nein, nicht Krass TV, RTL, wo er jetzt ist. Nein, Mädchen ohne Hände. Ja, das ist aus 49 Grimms Märchen. Ist die Nummer 49 Grimms Märchen. Und dort sollte mal eine Geschichte gestaltet werden. Da waren alle Akteure aus 1, 2, 3 und so weiter, die dort arbeiten. Es gibt eine Sendung, die heißt so 1, 2, 3. So eine Art Sendung. Da ist auch einer verbunden, der da hier verweilte und hier war in diesem Studio. In diesem Studio waren schon sehr viele, aber ich möchte mich heute wirklich total recht herzlich bedanken bei Detlef Scholzen, denn es sind 10 Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren, 10 lange Jahre, wo wir hier miteinander gearbeitet haben für Werbespots, E-Casting, wo auch Adirane Scheiter hier war und viele andere, Marianne, ach, wie die alle geheißen haben, es waren so viele hier, ja, und Theater Courage und, ja, also wie gesagt, es waren sehr viele hier, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil sie schon aus dem sogenannten Showbiz ausgestiegen, wie jetzt auch gleich, wenn ihr das nächste Video sehen solltet über Cobra 11, auch da sind etliche ausgestiegen, aber das ist ein anderes Video. Das ist hier Laudatio, das ist Dankeschön an Detlef Scholzen persönlich für 10 lange Jahre, wo wir richtig Spaß hatten, vor laufender Kamera, hier privat und auch drumherum. Detlef Scholzen ist ein toller Entertainer. Detlef Scholzen kann also auch viele Stimmen nachmachen und er erinnert mich persönlich an viele große Größen, die mal im Fernsehen zu sehen waren. Ja, im Fernsehen waren viele große Größen zu sehen und sobald er irgendeine Persiflage macht, dann erinnert er mich dann halt an solche großen Größen. Ja. Auf diesem Wege eine Laudatio, auf diesem Wege ein Dankeschön öffentlich an dich, Detlef Scholzen, Actor, Entertainer und jetzt bei RTL 2 Krassschule zu erleben. Es macht so viel Spaß mit dir zwischendurch zu philosophieren, zu unterhalten und auch wenn du vorbeikommst und wenn wir gemeinsam vor der laufenden Kamera stehen und irgendetwas machen. So, ich bedanke mich wie gesagt total und recht herzlich bei Detlef Scholzen. Und wünsche allen anderen auch viel, viel Spaß, aber 10 lange Jahre ist doch schon eine Hausnummer und da sollte man mal öffentlich sagen, Dankeschön. Dankeschön an diese sogenannte Freundschaft, eine Online-Freundschaft, eine Facebook-Freundschaft, eine Film-Foto-Freundschaft und eine Entertainment-Freundschaft. Eine Freundschaft, die halt Spaß macht, wenn man sich zwischendurch bei WhatsApp sich unterhält, über Filme unterhält, über irgendwelche Sachen unterhält, ja, auch privat, ist klar. Aber es macht tierisch viel Spaß, ihn halt auf einem Cover zu sehen in Amerika, wo er da auf welchen Covern auch immer zu sehen ist. Denn er war eine Zeit lang in Amerika, hat da Dreharbeiten und so weiter und Shootings gemacht. Und jetzt ist er hier bei Krass Schule bei RTL 2. Das macht tierisch viel Spaß, ihn bei der Arbeit zuzusehen. Dankeschön für 10 Jahre Freundschaft. Dein AWR Movie hier aus Nordrhein-Westfalen, aus dem eigenen Studio, hier Home Productions, YouTube Production und halt natürlich für Schauspieler aller Sparten, deren, nicht wahr, deren Filme. So, ich höre im Hintergrund piepen, scheppern und was weiß ich nicht alles. Ich gehöre ja auch zu einer gewissen Gruppe, wo auch Erdogan, Nils und alle anderen echten Schauspieler verweilen, auch meiner einer. Und dann könnte sein, dass jetzt Erdogan mich fragt, wer bist denn du? Und dann muss ich ihm erklären, hey, ich bin es. Er weiß dann wohl Bescheid. Weil Anita und so weiter, die haben mich einfach in diese Gruppe mit reingezogen, wo Erdogan privat zu Hause ist, der Schauspieler von Cobra 11. So, aber das ist die Laudatio an Detlef Scholzen und nicht an Erdogan. Das kommt später. Detlef, Dankeschön für die 10 Jahre Freundschaft. Dankeschön
dass wir uns erlebt haben. Dankeschön, dass wir uns erleben. Dankeschön, wenn ich dich in Amerika auf so vielen Plakaten sehen darf. Dankeschön, dass wir hin und wieder mal in einer virtuellen Welt zu Hause sind und da gewisse Sachen machen sollen. Und jetzt gehe ich zu dieser sogenannten Schalmei, die mich da kontaktet, zu Erdogan, Nils, Koro 11 und den anderen.